Wir sind da drauf gekommen bei der Geschichte, wo ich ein paar Leute darauf hingewiesen habe, dass IP-Adressen nicht unbedingt immer 3 Punkte und 4 bis zu 255 große Integers sein müssen. IPv6 ist das nicht. IPv4. Also, wir haben zum Beispiel. Oh Gott. Org. So, da haben wir die übliche Adresse. Das geht natürlich einfach so. So, wenn wir jetzt das nicht machen wollen, ich rechne mal in Python, kann man auch anders machen. Das Ding kommt gerade jetzt gerade durch. Das ist wohl nicht. Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Nein. Ich muss klammern. Du hast zu klammern. Was? Das ist nicht wieder. So. Das ist auch eine IP-Adresse. So, da hört es aber noch nicht auf, weil das geht eigentlich durch ganz normale Integer-Funktionen. Ah, ich habe schon nicht installiert. Ich bin vorbereitet. Nee, mein Laptop ist neu aufgesetzt. $F$X. Ja, ja. So. Das geht auch. Oder Oktal. Binär leider nicht. So. Jetzt hier einen Browser haben. Gut, der ersetzt das. Ein Firefox lässt es einfach so. Also im Prinzip alle Programme, die irgendwie mit den Standard-C-Library IP-Adressen parsen, verstehen das. Man kann das Ganze auch mischen. Was? Jetzt hier, da, wo war da? Was sind links hier? Da. Das war das Richtige, ne? Das war die erste IP, ist die 91. Ist ihm auch völlig egal, ob die Teile in demselben Format sind. Was ist das denn? Also die ursprüngliche Idee dahinter ist eigentlich früher, also in den Zeiten, als das Internet erfunden wurde, gab es ja verschiedene Netzwerk-Classes, A, B, C und noch ein paar weitere, aber A, B und C sind die interessanten. A ist halt das, was jetzt als Slash 8 bekannt ist, B, Slash 16, C, Slash 24. Das heißt, wenn man also irgendwie eine große Uni war, dann kriegt man ein Klasse-A-Netz und dann kann man im Prinzip anfangen, die Rechner einfach nur durchzunummerieren. Das einzige Klasse-A-Netz, was so wirklich noch übrig ist, ist halt das private 10-Punkt. Da kann man jetzt aber auch einfach so machen. Das heißt, man kann alle, das ist das 16 Millionen Rechner, die da drin Platz haben, einfach durchnummerieren. Was passiert, wenn du da zu viele Zahlen hinten dran hängst? Okay, schade. Also, irgendwann passt halt nicht mehr und dann beschwert er sich. So, das war jetzt eigentlich eher so die Idee, dass man sich doch mal anschauen könnte, was eigentlich unter den ganzen Protokollen, die die meisten Leute hier so sonst vom Internet sehen, also irgendwie Facebook oder Twitter, darunter gibt es halt irgendwie JavaScript, HTTP und TCP und darunter IP, wobei davon die meisten Leute eigentlich nur die IP-Adressen zu sehen bekommen. Das ist aber eigentlich ein relativ interessantes Protokoll, wovon heutzutage nicht mehr viel benutzt wird. Es gibt nämlich in diesem IP-Header gibt es Optionen, die man benutzen kann. Ich das hier gerade mal rausknüpfe.
So, das ist so ein IPv4-Header mit Versionen, Länge, Prioritäten, Gesamtlänge des Paketes, ein Feld, das das Paket identifiziert, falls es fragmentiert werden soll, und Fragmentierungsflags wird heutzutage eigentlich auch kaum noch benutzt. Time to live sagt halt, wie viele Hops noch übrig sind. Wenn das auf 0 geht, dann wird das Paket vernichtet und man kriegt einen Fehler zurück. Das Protokoll ist das, was danach in dem Paket steckt, also TCP, UDP und was es sonst noch so gibt. Eine Checksumme, die geht aber nur über den Header. Also Daten werden durch diese Checksum nicht geschützt. Da kümmert sich dann halt TCP oder UDP selber drum. Oder wenn man sowas wie UDP Lite benutzt, kann man halt auch da Pakete bekommen, die unterwegs beschädigt wurden. Aber das ist in dem Fall genau das, was man haben möchte. Und Quelle- und Zieladresse. Und dann gibt es hier noch die Optionen. Davon gibt es eine ganze Menge. Heutzutage wird eigentlich üblicherweise gar keine verwendet. Die meisten führen auch heutzutage eigentlich dazu, dass das Paket an den nächsten Firewall verworfen wird. Was noch funktioniert, ist Record Route. Und wo ist es? Genau, Timestamp. Wenn man seine Rechner rumkonfiguriert, dann kann man auch sowas machen wie Loose Source Routing oder Strict Source Routing. Schauen wir uns erstmal an, wie das mit den Timestamps ist. Hat irgendjemand mal einen Rechner hier, den ich als Testobjekt benutzen kann? Ja. Ja, viele. Zwei Starten. Du hast Minibox. Stimmt, könnte ich auch Minibox nehmen. Da muss ich gerade mal so. Minibox war die Kiste hier. Gibt es zum Beispiel das Tool ClockDiff. Das kommuniziert jetzt mit IP-Paketen mit der Minibox und schaut, wie stark die Uhren sich unterscheiden. Das geht über diese Timestamp-Options. Ich könnte jetzt an jeder Stelle auch noch mal in Wireshark schauen. Ich glaube, das mache ich jetzt nur einmal kurz. Das brauchen wir zu lange. Das scannt irgendjemand, hm? Was? So, und da sehen wir jetzt nur die Sachen, die ich mit der Minibox machen wir das nochmal. Ah, nee. In diesem Fall ist es tatsächlich ICMP Timestamps. Also ICMP hat auch nochmal denselben Mechanismus. Man kann Timestamps rüberschicken und er sagt, wann er das empfangen hat, wann er es wieder abgeschickt hat. Damit können wir die Uhren vergleichen. Was auch geht, ist mit einer Option nimmt man die IP Timestamps. Das Ergebnis ist dasselbe. Nur stattdessen sind das jetzt Ping-Pakete gewesen. Und hier haben wir die, also das ist IP-Header und in dem Header ist eine Timestamp-Option drin. Und da stehen auch Adressen bei, die angeben, wer diese Timestamp-Option da reingeschrieben hat. Die 153 ist mein Laptop. Das ist sozusagen die aktuelle Unix-Zeit. Und die anderen schreiben da, also hier sieht man, das ist tatsächlich eigentlich eine wirkliche Uhrzeit, weil sie immer nur das Offset da reinschreiben. Das ist aber nicht die aktuelle Unix-Zeit, oder? Die fängt ja irgendwie gerade mit 1 an. Ah nee, Quatsch. Millisekunden seit Mitternacht? Stimmt, genau, Millisekunden seit Mitternacht ist das. Ja, okay. Ah ja. Ja.
So, damit kann man sich im Prinzip für jeden Rechner, der IP spricht, die Uhrzeit anschauen, ohne dass da irgendwie außer Kernel da was laufen hat. Diese Optionen sind auch noch recht interessant, wenn man sich mal angucken will. Ich mache jetzt gerade mal einen TCP Trace Route. Im Gegensatz zum normalen Trace Route ist das halt interessant, weil TCP-Pakete von den meisten Firewalls durchgelassen werden. Aber auch da kann ich halt mit den TTLs das so einstellen, dass die verworfen werden. Und jeder Rechner, der verwirft, den sehe ich halt hier. Und insofern habe ich dann den Weg, den das Paket nimmt. Das heißt, das ist irgendwie die Minibox und dann die ersten Rechner hier von der Telekom. MTR ist aggressiver. So, das reicht mir aber auch schon. Und ich kann mir jetzt mit ist die Maus da. Groß R steht für Record Route. Das heißt, jeder Router, an dem das Paket jetzt vorbeikommt, schreibt in den Header seine Adresse rein. Und schickt das Paket dann weiter. Und irgendwann kriege ich es wieder zurück, weil es ein Ping-Paket war. Das heißt, ich habe hier den laut dieser Liste vierten Rechner reingeschrieben. Interessanterweise stehen hier aber andere Sachen drin, als die, die ich bei dem Traceroute gesehen habe. Also viele von diesen Cisco oder sonstigen Routerboxen haben irgendwie eine zentrale IP, unter der sie für Management erreichbar sind, und das ist oft die Adresse, die sie hier reinschreiben. Das heißt, das müssen nicht dieselben sein. Ja, schon mal dann. Aber unsere Kiste taucht gar nicht auf, okay. Ja, stimmt. Ja, vielleicht ist auf dem aktuellen Ubuntu Record Route ausgeschaltet und dann fasst er das nicht an. Und oft sieht man auch Unterschiede, wenn, also solange die Route gleich bleibt, also wenn ich irgendwie die Minibox nehme, dann sagt er immer nur same route. Da, ja, genau. Die zweite IP ist unsere Public IP, also der hat schon seine Public IP eingetragen, die 93.23. Ja, und hier sieht man irgendwie einen Teil, was immer seine IP-Adresse ändert. Und manchmal auch nicht. Das sind also wahrscheinlich irgendwie alternative Router, über die sich der Traffic gleichmäßig verteilt. Wenn man dann das eine Weile laufen lässt, kann man darüber auch Statistik machen. Zu sehen, ja, wie schnell oder wie stark belastet verschiedene Leitungen sind. Der Nachteil ist, es sind nur, ich glaube, Platz für 9 Adressen in dem Header. Das heißt, also wenn ich komplett dahin tracen will, dann geht es irgendwann nicht mehr. Weil wenn es voll ist, wird das Paket verworfen. Insofern kann ich also nur mir Routen anschauen, die relativ nah dran sind. Super. Ganz großartig. So, mit dem normalen Trace. Mit dem normalen Trace Route kann man auch verschiedene Anweisen machen. Einmal mit ICMP. Ja, müssen wir irgendwie gut sein. Das sind also im Prinzip Ping-Pakete, die jetzt rausgehen. Dann gibt es das Ganze nochmal mit UDP-Paketen. Ich glaube, standardmäßig nimmt er den DNS-Port. Da sieht man schon, dass sie für Ping-Pakete irgendwie teilweise ein bisschen anders routen als für andere Pakete. Und mit -T macht er halt TCP draus. Kann man auch dann variieren, je nachdem, wenn da irgendwie Firewalls im Weg sind, die Ping rausfiltern oder UDP rausfiltern oder bestimmte Ports rausfiltern, kann man ihm genau sagen, welche Pakete er da verwenden soll. So. Dann haben wir hier irgendwo im WLAN einen Apple-Rechner. Ja, Kuba will es nicht da, ne? Aber vielleicht ein iPhone. Die können es jetzt.
Also es gibt... Das ist jetzt mal IPv6. Kann man relativ schnell schauen, welche Rechner so alle im Netz sind, indem man Ping-Paket an die Multicast-Gruppe alle Rechner schickt. Aber auch Ping bei IPv6 hat ein nettes Feature, nämlich Node-Info. Da kann man den empfangenen Rechner zu Zusatzinformationen fragen. Leider haben wir hier in diesem WLAN keinen, der antwortet. Aber praktischerweise gibt es ja Freifunk. Und das ist alles eine Broadcast-Domain. Insofern, vorhin habe ich da schon welche gefunden. Schauen wir mal. Freifunk ist eine Broadcast-Domain. Nee, Broadcast-Domain ist es nicht, aber Multicast-IPv6 funktioniert. Da sehe ich ein Problem. Ist das nicht so richtig sinnvoll? Das ist ziemlich leicht flammen, das ganze Netz dann, oder? Nein. Für Broadcast und Multicast gibt es doch Multicast und Broadcast. Das ist jetzt Multicast. Ja, also... Eagle Warrior, IP Broadcast gibt es halt nicht. Eagle. Das ist keine Ding mit dem Schatten. Wohnzimmer Apple TV. Ja, das Eagle. Aber wer hängt denn Apple TV? Ja, die Antwort nicht richtig drauf. Also, unter Linux ist dieses... Was für 5G, falls du brauchst. Ja, im Freifunk hast du noch draußen. Ich habe jetzt mal Freifunk geschaut. Also, also in Linux implementiert das nicht, Windows auch nicht, OpenBSD implementiert es und also OpenBSD implementiert es und halt Apple auch. Und insofern alle möglichen Apple-Kisten antworten dann halt einfach auf ein Multicast-Paket mit ihrem Rechnernamen. Und das passiert halt alles schon irgendwie unter UDP, TCP und so weiter. Einfach auf IP-Ebene. Aber die großen Netze sind groß. Minimax, wir haben nämlich Feuerlöscher, haben die schon IPv6? So, ich glaube, ich hatte hier auch irgendwo einmal im Internet gefunden. Ja. Die Antwort ist jetzt aber nicht mehr, schade. Das war halt einfach einer, der im Internet erreichbar war, den ich per Google gefunden habe und wohl OpenBSD läuft. Versucht einfach mal mit Apple, ja. Apple.com oder so. Ja, die sind alle hinter so einem CDN. Da läuft so, ja Linux drauf und kein MacOS. Das wird nicht ein Rechner sein, den wir haben. Ja, das ist so ein iMac. Oh ja. So, jetzt haben wir hier auch unseren Mac. Deshalb geht das Store mal down, wenn die Leute an uns kaufen. So, da kriegen wir, da sie leider nicht alles richtig implementieren. Sonst müsste ich hier auch die IPv4-Adresse rauskriegen können. Die sagt er mir leider nicht. Ah, da, doch geht's. Also aus dem Space-Netz geht es auch. Und das ist halt der Rechner von der Rechnername von dieser IP-Adresse im Internet. Und der antwortet tatsächlich auch auf IPv4. Und dann sagt er mir, oh ja, hier ist meine IPv4-Adresse. Schon bei zwei davon. Ja. Sehr komfortabel. So, vorhin hatte ich diese Timestamps angesprochen. Da gibt es im Prinzip zwei Varianten. Da schreibt einfach diese Adressen in die Pakete rein. Die Zeiten und was er jetzt in der Ausgabe macht, ist den Offset immer ausrechnen. Das heißt, hier im WLAN haben wir zurzeit für die Hinrichtung eine Millisekunde und für die Rückrichtung auch eine Millisekunde. Was ganz interessant ist, damit kann man mich, wenn die Zeiten der Rechner relativ gut synchronisiert sind, kann man die Richtung jeweils einzeln ausmessen, was man mit einem normalen Ping halt nicht machen kann.
Und ich kann ihm auch sagen, ich interessiere mich nur für bestimmte Adressen. Ja. Und zwar zum Beispiel einmal meine lokale, dann die entfernte zweimal und einmal wieder die lokale. Und ich möchte den entfernten Rechner pingen. Ah, da wird gefiltert. So ein Ärger. Also, dazwischen. Wo war's? Damit kann ich jetzt auswählen, von welchen Rechnern ich Timestamp sehen will. Und das funktioniert halt üblicherweise auch in den ganzen Access-Netzen von DSL-Providern oder Mobilfunk-Providern, kann man sich damit sehr gut umschauen, wie schnell die Verbindungen zwischen einzelnen Rechnern sind. In beide Richtungen. Oder was da gefiltert wird. Ja, und vielleicht das letzte noch analog zu diesem Ping FE für IPv6 muss man halt für V4 muss man tatsächlich Upscan machen. Gibt es auch ein praktisches Tool für, bevor man anfängt, das selber zu schreiben, lieber was Fertiges nehmen und dann hat man hier eine relativ gute Übersicht, wo man dann halt anfangen kann. Ah, hier zum Beispiel eine Apple-Kiste, das ist vielleicht. Dann kann ich auch wieder. Ah, der wird wahrscheinlich gefiltert. Also. Und der schummelt. Da gab es doch auch irgendwo einen Patch für den Linux-Kern, und der schummelt. Und nicht irgendwelche random Infos mit ausgibt. Ja, aber zum Beispiel die Kiste hier. 4 Sekunden Unterschied. Ja. Ich glaube, durch die Sachen, die ich vorher rausgesucht habe, bin ich jetzt im Prinzip durch. Ich kann mal eine lustige CDF-Aufgabe mitmachen. Ja. Go ahead. Ah. Read my timestamp. Das ist fast vergessen. Oh. Das vergeht ja modifiziert. Da geht aber die Uhr deutlich falsch. Da läuft kein. Muss jemand mal die Uhr stellen. Welcher ist das? Das ist im Freifunk. Nee, das ist hier. Schön. 79143. Ich kann es nicht. Wie ging das jetzt? Avahi. Raus. Minus A. Oder. So? Nein. Nee, wir können einfach nur noch. So. Da stehen aber nicht die IP-Adressen drin, oder? Da stehen noch weiter oben, oder? Nee, die MAC-Adressen stehen drin. Ah, okay, dann hätte ich mal die MAC-Adresse von welcher 143? Die hier? Schade, na gut. Aber das Apple-Gerät macht dann hier das. Na gut, aber du kannst immer noch den Hostname rausfinden, oder? Ja. Für meine Diplomarbeit habe ich das Zeug nämlich mal benutzt und habe dafür ein kleines Tool geschrieben, was sich als LD-Preload-Library da reinhängt und für normale Kommandos, die TCP machen, die Optionen setzt. Das heißt, ich kann also sowas wie ein C. Läuft auf der Space-Kiste ein Webserver, ja, ne? Ja, ich habe irgendwann mal ein Leistung aufgesetzt. 80, wenn das funktioniert. Nee. So, der ist jetzt. Du kannst dann noch hit SSH, ich glaube, SSH gibt die andere die zuerst Info. Ja, aber läuft schon was. Ja, so. So, dann flashen wir das hier nochmal alles. So, TCP. Weil die normalen Clients bauen natürlich diese Optionen nicht rein. So, das ist das erste ausgehende Paket. Da sind diese ganzen Optionen alle noch null. Aber schon die Antwort
antwortet mit der Zeit, an der das erste Paket empfangen hat und an dem die Antwort rausgegangen ist. So, wenn wir jetzt ein bisschen weiter später hier schauen, irgendwie da, dann sehe ich zum Beispiel, dass er anderthalb Sekunden gebraucht hat. Oder ich wahrscheinlich größtenteils eintippen von dem Get. Aber ich kann sehen, was jeder Absendezeitpunkt jedes Pakets war von ihm. Mhm. Weil er immer den Original-Timestamp, den er im ersten Paket empfangen hat, reinkopiert und dann einen neuen reinschreibt, wenn er es raussendet. Und hier könnte ich jetzt auch noch frei eine weitere Adresse verwenden, um auf der Rückrichtung irgendwo Timestamps einzusammeln. Und solange ich die TCP-Verbindung offen habe, wird da immer wieder neu gemessen. Leider kann man das nicht für Timing-Attacks benutzen, weil wenn ich das so mache, schmeißt er mich einfach wieder raus. Nämlich das SSH auf der entfernten Seite guckt, stecken da irgendwelche komischen Optionen drin, wenn ja, tschüss. Und das macht auch HTTPS macht das genauso. Ich will nicht ausschließen, dass irgendwelche anderen Krypto-Libraries da nicht so vorsichtig sind. Wenn man das hinkriegt, also wenn es eine Library gibt, die das nicht prüft, dann kann man damit sehr bequem Timing-Attacks machen. Ja, ich glaube, das war's dann. Cool. Aber du sagst, die meisten Firewalls filtern das, ne? Also die. Ja, also als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, war das noch nicht so schlimm. Da ging das noch überall ziemlich gut durch, aber anscheinend in der letzten Zeit, gut, das ist jetzt 3 Jahre her, sind die Firewalls ein bisschen strikter geworden. Aber Timing-Attacks sind ja auch beliebter geworden. Aber es gibt für den ersten Crash gibt es RFCs. Das heißt, die ganzen Firewalls schmeißen da irgendwie Zeugs weg, was offiziell in den RFCs funktioniert. Ja. Ja, also es gibt halt. Also es gibt halt kaum noch Leute, die das irgendwie zu legitimen Zwecken benutzen. Ja, also es ist halt auch nur so mäßig. Um das Timing auszumessen, nimmst du halt normalerweise Ping und keine IP-Timestamps, weil die halt auch alle sehr seltsame Limitierungen haben, wie zum Beispiel nur 4 Adressen, nur Zeit ab Mitternacht und solche Sachen. Ja, ja. Und ja. Aber das IPv6 Node Info wäre nochmal ganz interessant. Vor ein paar Jahren gab es mal ein paar Leute, die wollten das für Linux implementieren, aber das ist irgendwann eingeschlafen. Und insofern, der Linux-Kernel antwortet auf diese Pakete einfach nicht. Das ist mir auch gar nicht so unlieb, dass er das nicht tut. Sie wirken ein bisschen gruselig. Aber für Apple-Rechner finden taugt das schon.